Besten Dank, Joel. Du hast den Horizont jetzt aufgetan und damit eben auch anschließt klar gemacht, dass die Frage der Demokratie eine Frage ist, die natürlich weit über die Erfahrungen der russischen Revolution hinausreicht und uns alle heute in den politischen Orientierungen betrifft. Wir machen jetzt ein Fachgespräch hier vorne und ich werde schauen, ob noch Zeit, Möglichkeit ist, euch auch zu beteiligen. Wir sind zeitlich limitiert, haben noch gute 45 Minuten, knappe 5 Minuten, 45 Minuten und deshalb möchte ich, dass wir möglichst die Themen qualitativ in hohen Werte ansprechen können. Ich habe 5 Fragen mir notiert. Die erste Frage, die ich stellen möchte, macht noch einmal ein kleines Fass auf, aber ich möchte einfach verhindern, dass wir eine blinde Stelle bekommen. Nämlich die Frage, die Kritik, die es ja gibt an linken Konzepten und natürlich auch an den russischen Revolutionärinnen und Revolutionären. Diese Kritik lautet, wenn ihr den Markt zumacht, dann macht ihr auch die Demokratie zu. Du hast das ja in deiner Schilderung eigentlich auch wieder irgendwie aufgebracht und gesagt, es gab dann diese Phase in den 20er Jahren mit der neuen ökonomischen Politik, da gab es wieder liberale Elemente in Bezug auf Markt und Kultur, aber nicht politisch und dann hat man diese liberalen Elemente wieder ausgelöscht und dann war alles totalitär. Und da gibt es ja die heftige Kritik, zum Beispiel von einem August von Hayek, der sagt, jeder Versuch, Markt auszuschließen und damit letztlich auch kapitalistische Verhältnisse auszuschließen, der ist eine verhängnisvolle Anmaßung und führt in die Totalität. Das möchte ich auch ansprechen als erstes. Als zweites dann die Bewertung der Rätedemokratie. Was ist darin bewahrenswert als Erfahrung und was lässt sich wieder beleben, auf welche Weise? Dritte Frage, anschließend an Boris Kagalitsky. Wenn man in bestimmten Situationen autoritäre Maßnahmen ergreift, wie kommt man da wieder raus? Und da steht ja dann sehr stark auch Kronstadt als wichtiger Markstein am Ende des Bürgerkrieges. Warum sind Sie da nicht ausgetreten aus Ihrem autoritären Verhalten? Wäre das ein Moment gewesen einer anderen möglichen Weichenstellung der russischen Geschichte? Vierte Frage bezüglich der Einschätzung vieler Linken der bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Demokratie, du hast das stark aufgebracht, Joe, ist das nicht eine sehr starke Engführung? Müssen wir nicht viel mehr heute auch demokratische Institutionen, auch formelle demokratische Institutionen, sehr stark in unsere Programmatik einbeziehen, statt sie nur vor allem zu denunzieren als rein formal und reine Fassadengeschichte? Letzte Frage, wie steht es denn eigentlich mit einem weiteren Thema, nämlich Care und Demokratie, also die ganzen Bereiche, die marginalisiert sind, heute noch und damals auch waren, in der ganzen Geschichte bis jetzt geblieben sind, die vor allem auch von Frauen getragen werden und die gar nicht tragfähig eingeschlossen sind in demokratische Prozesse, solange sie so stark marginalisiert sind wie damals und heute. Das wären meine 5 Fragen. Ich sage noch einmal kurz die erste Frage. Markt und Demokratie, ist das nicht eben schon eine grundsätzlich schwierige Sache? Du hast das Christoph ja eingeführt, auch in Bezug auf die 20er Jahre, hier eine Einschätzung, eine Antwort auf diese Frage. Direktes aus dem Nichts heraus. Ja, also zu Ihrer geneigten Information, das ist wirklich aus dem Nichts heraus, ich bin da jetzt. Okay, ja, ich habe das vorhin eigentlich nicht ganz so gemeint. Ich habe das, das ist natürlich geschuldet der Kürze der Zeit. Was ich meinte, und das ist eine indirekte Antwort, es gab in den 20er Jahren einen vielfältige Versuche unterschiedlichen Umgangs mit ökonomischen Fragen. Eben, das war die Freisetzung eben auch von Handel und Markt, ist das eine. Ich hatte es, glaube ich, kurz erwähnt, intensive Versuche von Genossenschaftswesen und solchen Sachen. Also sozusagen im Sinne von einer nicht nur planwirtschaftlich, bürokratisch planwirtschaftlichen. Und wenn man hier eine Vielfalt hat, dann gibt es da natürlich in meinen Augen schon eine demokratisierende Logik. Weil dann muss auch die davon betroffenen Individuen müssen ja diskutieren, was machen wir denn jetzt? Machen wir hier jetzt ein bisschen Marktwirtschaft, machen wir lieber Genossenschaftswesen daraus oder machen wir eine Nationalisierung? Also das hat insofern eine demokratisierende Tendenz, wo ich diese Vielfalt sehen würde. Aber das andere ist natürlich eine schwierige Diskussion. Ich kann mir einen Sozialismus, also eine vergesellschaftete Produktions- und Verkehrsform schwerlich vorstellen,
aber vielleicht ist das unsere historische Grenze, schwerlich vorstellen, ohne eine Form von Planwirtschaft. Und das geht natürlich nur bedingt mit Marktwirtschaft. Also da sehe ich schon einen grundsätzlichen Bruch. Aber da bin ich ein bisschen, es gibt diese Diskussion sehr, sehr intensiv, Marktsozialismus und so. Also ich glaube, in deinem Sinne, es heißt nicht automatisch, wenn der Markt zu ist, dass dann auch die Demokratie zu ist. Aber sondern es geht um eine Vielfalt. Würde ich das erstmal nur zu dieser Frage. Jetzt zu den anderen sage ich erstmal nichts, glaube ich. Ja, natürlich. Wir gehen die Fragen in der Reihe. Der Reihe nach durch. Das heißt, du sagst, es gibt eine Pluralität des Ökonomischen. Man könnte sagen, für diese Pluralität muss man die Diktatur des Kapitalistischen überwinden. Dann wäre die Frage so beantwortet. Was man überwinden muss, ist natürlich die Profitlogik und den über den Markt vermittelten Zwang zur Akkumulation. Das. Nicht irgendwie abstrakt den Kapitalismus, sondern was ist das? Es ist die Profitlogik, die über den Markt vermittelte Profitlogik und Konkurrenzlogik. Das ist der Kern. Das ist aber dann ja ganz am Ende sozusagen. Das steckt dann natürlich drin, aber das ist ja nun wirklich dann der Endpunkt. Aber damit muss man beginnen mit dieser Fragestellung. Also das ist ein Nacheinander. Das scheint mir Marktwirtschaft elementar zu sein. Boris, möchtest du auf diese Frage auch? Speaking about the market, there are two very interesting points here. First, the time of war communism was in terms of politics more free than the time of new economic policy, which was more market oriented. So in that sense, it goes exactly against the logic of von Hayek and Mises and so on, exactly against. And by the way, Lenin made it very clear that they were actually giving more economic freedoms to the newly emerging or re-emerging bourgeoisie, at the same time strengthening the political regime to counterbalance the trends which are emerging within the economy. Whether it was right or wrong, I don't personally like this kind of approach, but I'm just saying there was a specific logic in what Lenin was doing in 1921. And by the way, the second point, speaking about, there are two more points about the market here. The second point is that actually in the late 30s and after the war, there was an economic trend which is less known and less discussed in economic history, which is called by Rogovin, a Russian historian. He's dead already. He called that Stalinsky neo-nep, this neo-nep of Stalin. So that actually, in the second half of 1930s and after the Second World War, Soviet Union was actually moving towards restoring some of the market elements in the economic system, which didn't lead to any democratization, of course. But ironically, it was exactly Khrushchev who was democratizing the Soviet Union, who was systematically undoing market elements within the Soviet system. So within the Soviet system, it looks like exactly the reversal of the Hayekian argument. However, there was a very interesting argument of Otto Schick in 1967, in whose work Plan and Market under Socialism, which is actually available in German as well. It was published in Prague in 1967 in English, Czech, and German. Not in Russian, though, not to let Soviet corporates read that, but they did. And he was basically explaining that the market is not necessarily about private property. It is about commodity production, which itself is produced by the differences of interests of different economic agents and producers. So in that sense, you can definitely have market without capitalism and without bourgeoisie. Whether this argument is right or wrong, we still have to discuss. But I think this is also an interesting argument, saying that market preceded capitalism, there was a pre-capitalist market. Why not to have post-capitalist market as well? Thank you, Boris. Ich komme gleich auf dich zu, Joe. Ich möchte gleich das nächste Element einweben. Es gibt ja eben nun diese starke
Tradition und Kraft einer Rätedemokratie, eine Kraft der, des Engagements der Produzierenden in ihren Betrieben. Auch Begriffe wie Arbeiterkontrolle spielen eine Rolle, also dass die Beschäftigten, die Belegschaften wirklich die volle Kontrolle haben über alle Kennwerte und Vorgänge in den Betrieben. Es gibt Begriffe wie Selbstorganisation, Autogestion in Frankreich, wichtige Bewegungen, die immer wieder auftauchen, die in Russland eine wichtige Rolle gespielt haben und die hier ja auch mitgedacht werden müssten in diese Frage. Joe, kannst du hier eine Verbindung herstellen und auch die Frage dann mit aufnehmen, welche Bedeutung hat denn eigentlich Rätedemokratie für demokratiepolitische Überlegungen? Zuerst ganz etwas zu Markt und ich meine, in einem gewissen Sinne sagt Hayek ja das Gleiche wie der orthodoxe Marxismus. Er verknüpft Marktkapitalismus mit Demokratie. Was meine Position ist, und da bin ich etwas unabhängiger von Hayek, das habt ihr vorher gehört. Ich streite den Zusammenhang von Kapitalismus und Demokratie ab. Und zwar nicht nur unter Hinweis auf Hayek und Pinochet, Chicago Boys und Pinochet, sondern auch historisch, genetisch. Das können wir jetzt nicht vertiefen. Ein zweiter Hinweis. Glencore, dieser Zuckerrohstoffkonzern, früher Mark Rich, der hat einen Jahresumsatz, der höher ist als ungefähr ein Drittel der Nationalstaaten dieser Welt. Glencore ist absolut planwirtschaftlich organisiert. Das heißt, die Glencore ist, wenn wir aus der Firma einen Nationalstaat machen, gehört zur Mitte der Nationalstaaten ungefähr, ist aber der einzige auf der Welt, der wirklich absolut planwirtschaftlich organisiert ist. Also diese ganze Diskussion Marktplan ist auch aus meiner Sicht relativ zur Frage, nicht losgelöst, aber relativ zur Frage Kapitalismus, Sozialismus, für mich ist der Schlüsselbegriff Demokratie und damit wären wir, vielleicht noch ein Hinweis, es gibt, vorher hat ja Boris Lenin zitiert, man gibt der Bourgeoisie wirtschaftlich mehr Raum, aber dafür politisch wird sie unter Druck gesetzt. Dahinter steckt ein Problem, dass man nach einer Revolution die Hauptgefahr immer von den alten Feinden her sieht, Bourgeoisie, und nicht in der Revolution selber. Und ich bringe ein Beispiel aus Kuba, das ich selber erlebt habe. Und das hat mich natürlich als Bauernsohn besonders berührt. Die Kubaner hatten eine Phase, diese habe ich erlebt, wo die Bauern mehr produzieren durften. Da fuhren Lastwagen mit Gemüse, das ja die Leute viel zu wenig essen in Kuba, mit Gemüse nach Havanna. Es war eine Freude anzuschauen. Die Bauern haben produziert und plötzlich wurde das abgeklemmt. Ich war bei dieser Phase auch dort. Und das ist völlig absurd, was soll aus dieser Bauernschaft, wenn ein paar etwas reicher werden, weil sie eine Ware, die an der Not, die halt rar ist, gut verkaufen können, wie soll da eine politische Gefahr entstehen? Ist völlig lächerlich, außer man hat ein relativ totalitäres Konzept von politischer Herrschaft. Und das ist das Problem. Gut, jetzt zu deiner Frage, Rätedemokratie. Es gibt ja sehr viele Erfahrungen mit Rätedemokratie, auch übrigens mit Genossenschaft. Und die Genossenschaft hat jetzt mit der Marktfrage gar nichts zu tun. Ich kenne die größte Industriegenossenschaft Europas, wenn nicht der ganzen Welt, sehr gut, nämlich die Mondragon. Das sind etwa 200.000 Arbeitsplätze. Der Kern ist Industrie. Aber die bewegen sich natürlich als Kooperative auf dem kapitalistischen Weltmarkt und haben ähnliche Probleme wie andere Betriebe. Aber sie haben in den letzten Jahren gewisse Probleme anders gelöst. Zum Beispiel haben sie keine Leute entlassen. Die Arbeiter, die ja gleichzeitig Mitbesitzer sind, die haben dann vielleicht beschlossen, wir haben 10% weniger Lohn. Die Gewerkschaften hatten natürlich keine Freude daran. Aber das ist eine andere Frage. Jetzt Rätedemokratie, ich meine, ich komme aus einer
Tradition, die die Rätedemokratie hoch, sehr hoch gehalten hat. Ich halte sie weiterhin sehr hoch, aber es gibt ein Problem mit der Rätedemokratie. Darauf gestoßen bin ich, und jetzt bin ich etwas bösartig, als ich den Korporatismus in der Schweiz studiert habe in den 30er Jahren. Was waren die Vorstellungen der Konservativen, Philipp Etter und so? Und die hatten so die Vorstellung eines Wirtschaftsrates, wo die Fabriken vertreten waren durch die Unternehmer und durch die Arbeiter. Und dann habe ich das genau angeschaut und gesehen, hallo, die haben diese Korporation so strukturiert, dass abgesehen von den Hausfrauen, die natürlich keinen Platz fanden, eine ganz bestimmte Gruppe rausgefallen ist, weil die in keinem gesellschaftlich relevanten Ort zu Hause waren. Die Juden. Und dann kommt mir plötzlich die ketzerische Analogie, hallo, die Rätedemokratie, die ich da immer so skizziert habe, hat die vielleicht nicht ganz ähnliche Probleme, die ich moniere bei den Korporationen? Dass die Rätedemokratie ein Problem hat, was der Liberalismus grundsätzlich, in der Praxis nicht unbedingt, aber grundsätzlich gelöst hat, nämlich universell alle gleich. Und deshalb meine Schlussfolgerung aus diesem Dilemma ist, es braucht eine Kombination von universellem Prinzip. Gewisse Leute nennen das bürgerliche Demokratie. Ich halte nichts von diesem Begriff. Das ist ein falsches Kompliment an die Bürgerlichen. Von bürgerlicher Demokratie universell territorial organisiert, wo alle mitspielen können, auch der Klassengegner. In dem Moment, wo man einen Gegner produziert, wird es beliebig. Da kann jeder zum Gegner werden. Alle, jede Person. Unabhängig vom Pass übrigens auch, um jetzt die heutige Schweizer Demokratie anzusprechen. Und das Zweite kann man vielleicht lösen über zwei Kammern. Das ist vielleicht sogar eine gewisse Doppelherrschaft. Eine zweite Kammer, wo das rätedemokratische Prinzip ist. Wo aus der lebendigen Gesellschaft, Wirtschaft heraus, die Vertreter entsandt werden. Und jetzt ist klar, warum ich die Auflösung der Konstituante auch vor diesem Hintergedanken einen großen Irrtum finde. Übrigens auch Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg war offenbar nicht nur für Rätedemokratie, sie war auch für die Konstituante. Und ich glaube, es war ein Fehler der Kommunisten und Spartakisten in Deutschland, als sie der neuen Nationalversammlung, oder wie die geheißen hat, die Rätedemokratie entgegengestellt haben. Sie hätten eine Kombination vorschlagen müssen. Haben Sie ja. Boris? Ich habe zwei Worte. Du musst mit dem. Ja, Entschuldigung. First, well, speaking about capitalism and democracy, I think I have to drop in a few words. I absolutely agree that bourgeois democracy is not a creation of bourgeoisie. But by the way, I think we can find it also in the works of Engels, not necessarily Marx, but in Engels we definitely find these ideas, probably not well articulated, but you can find the certain traces of these ideas. And by the way, there is one more very interesting ally for that kind of argument, which is Max Weber. Max Weber made it very clear that democracy and freedom were not produced by capitalism, but were produced by specific conditions of transition to capitalism, rather than by capitalism itself. And it is very interesting, his work on Russian Revolution, because everybody quotes Rosa Luxemburg here, but everybody forgets about another work on Russian Revolution, Zur Russische Revolution, by Max Weber in 1906, I think. There he made it very clear that he was skeptical about capitalist democracy in Russia, because capitalism arrived to Russia in its industrial form, which means that the original conditions which made democracy and freedom possible in the West didn't exist within the social fabric of late
or industrial Russian capitalism, or Western European capitalism as well. So in that sense, he saw that contradiction in the West as well, that capitalism in its forms, which emerged by the 20th century, was already contradicting democracy. And so in that sense, perspectives of democracy were not so good in the West either, but in the West they were kind of better because the institutions were there. I think it was a very prophetic work. But one or two more words. So first of all, I do see the concept of bourgeois democracy as a valid concept because it's a democracy which involves bourgeois economic relations, and it is always a compromise. It is always a compromise. Bourgeois democracy, its essence is a compromise. And here there is a big difference between how I see it and how we saw it in the works of Lenin. Because bourgeois democracy is a compromise, but the point is that the conditions of this compromise change constantly. So bourgeois democracy or Western democracy or liberal democracy is not something given once and forever. It's a result of social and political struggles, and even though the institutions seem to be the same, very often the content, the inner meaning of these institutions keep changing. And this is very much what the struggles in capitalist democracies are about. And here we exactly come to the problem with Lenin, because Lenin was insisting on the other side of power. Because power is always authoritarian. Any power is authoritarian. Democratic power is also authoritarian. So while we are here stressing the democratic side of state, Lenin was stressing the authoritarian side of the state, which never disappeared. But then he used the term of dictatorship of bourgeoisie and dictatorship of proletariat. But the term of dictatorship of proletariat he used in two different meanings. It's very clear in his work on Kautsky, very clear. There are two different meanings opposing each other, actually. Because one meaning is the one which I mentioned. It's just about the authoritarianism, which is in the essence of any state, any power. So just who is on top? Bourgeoisie, then the dictatorship of bourgeoisie. Proletariat is that it's a dictatorship of proletariat, and it can take whatever democratic forms. But then he used the term dictatura proletariata, dictatorship of the proletariat, in the terms of direct power, which is not limited by laws. So in the most proper political sense, which is much more than just the authoritarian essence of the state. It means it's a direct rule by the party, through the party, or through some authoritarian measures, secret police, and so on. And he made it, the great thing about Lenin was that he was always very honest. He made it very clear. I think my point is that, well, it was very clear from Lenin's work it was temporary, but then the question is how you can end temporary measures. There is a Russian saying, there is nothing more constant than temporary measures. Vielen Dank, Boris. Das führt jetzt gleich zur nächsten Frage. Wenn in Prozessen, wir haben ja jetzt ein paar Mal gehört, dass wir immer auch Kontexte und Prozesse einbeziehen müssen, und wo vielleicht auch in Zukunft in links bestimmten Prozessen, also dann, wenn linke Kräfte eben auch wieder Kraft bekommen, dass dann Durchsetzung auch ein Thema ist. Und Durchsetzung heißt auch durchaus autoritär und Macht. Und dann ja genau diese Frage sich stellt, wie kommt man aus einer autoritären Logik wieder in eine Öffnung hinein? In den Ereignissen in Russland steht dafür Kronstadt paradigmatisch. Also das war der Moment am Ende des Bürgerkrieges, als klar war, die direkte, unmittelbare Herrschaft der Bolschewiki war nicht mehr bedroht von außen und durch militärische Kräfte. Und da kam es zu dieser Bewegung von Matrosen. Kronstadt unmittelbar vor Petrograd, also im Herzen des geografischen Machtgefüges, die gesagt haben, jetzt müsst ihr wieder alle linken Parteien zulassen und jetzt muss die Macht wieder zu den Räten gehen.
Und gleichzeitig die Frage auch diskutiert wurde bei den Bolschewiki am Parteitag, die Unterdrückung des Fraktionsmöglichkeit in der Partei, das war praktisch gleichzeitig und beides mal eine radikal antidemokratische Entscheidung. Ist das ein Moment, in dem man rückwirkend sagen muss, hier war nun wirklich, das war komplett falsch und den Bolschewiki haben Instrumente gefehlt, das nur schon zu erkennen, das müssten wir sicher und wir müssen uns so stärken, dass wir in ähnlichen Momenten anders handeln können. Kann man das irgendwie so sagen? Was denkt ihr dazu? Christoph, darf ich dir den Ball? Nicht, wer möchte? Wer möchte diesen Ball aufgreifen? Well, I mean, you know, this is the biggest problem for historians, to tell when something went wrong. You know, I always follow the famous Murphy's Law, if anything can go wrong, it will go wrong. But honestly, I think, yes, there was one very interesting point. It was really the Constitutional Assembly. Because it was very clear from the very beginning that Constitutional Assembly was going to be in conflict with the Bolshevik power and with the Soviets. However, the very fact that the Assembly was allowed to come together and to be opened is also very telling. It seems that up to the very last moment, Lenin and a few other people were still debating what to do about it. Because actually dissolving the assembly was not their best choice, not their first choice. Especially if you're looking at Lenin's notes of that period, it's very interesting if you're looking at notes. And then one of the notes was saying something very interesting. He said, "Учредилка плюс Советы," Constitutional Assembly plus Soviets. It's exactly what Joe said. Okay, why don't we try to have both in a way? Whether it would be a happy coexistence, I doubt it, honestly. And by the way, the problem is that if it were not dissolved the same day, maybe it could have been dissolved a few days or a few weeks later in a different set of circumstances. So in that sense, I'm not extremely optimistic post factum about some kind of alternative history that could have been different. So I don't know. My answer is we have no chance to improve the past. So the question is how to improve the future, if there is any chance. And I think there are three points. First, there was a very famous point of Gerbert Marcuse, which I keep repeating time and again. Revolution has to be very economic in a very kind of cautious in using violence. So you have probably to use violence, but you have to use it as little as possible. So at every stage, you have to minimalize the use of violence. So at every stage, even if it is inevitable. So I think this is a very important principle which should be kind of built into the thinking of all radical politicians and revolutionaries. The second point, I think, is that we really do have to understand what Joe also mentioned, that the dangers for the successful revolution are beginning to emerge not from the defeated classes, but from within the revolutionary process. I think this is absolutely essential. It has to be taken very seriously. And here you have to address the tendencies which are emerging within your own movement and within your own camp. And the final thing is that there must be certain basic rules to which you have to return, even if you're shifting away in terms of temporary measures. How to make these temporary measures temporary? There have to be absolute rules like the respect of universal rights, for example. I think this is absolutely something which is totally, it is basic. You have to come, even if you are forced in a situation of war or some kind of upheaval and so on, you're forced to violate maybe certain rights. But then the principle must be absolutely considered to be unbreakable. So you have to, even if you have to violate certain rules, you have to go back to these rules immediately
at the very first opportunity, because otherwise, otherwise you're doomed. You'll follow these guys in 1937. Joe? Also, Boris hatte jetzt einen wichtigen Zusammenhang hergestellt zwischen Demokratie und Gewalt. Wir haben vorher vom Bürgerkrieg gesprochen und Adrian Zimmermann hat die Frage aufgeworfen der Ausgrenzung anderer politischer Kräfte. Unabhängig davon, wie viele Menschewiki nachher im Bürgerkrieg auf Seite der Weißen mitgemacht haben, das waren wahrscheinlich nicht so viele, wie man immer meinte. Aber diese harte, ausgrenzende Linie, die Bolschewiki nun mal hatten, auch wenn, ich weiß, sie haben ganz am Anfang der Menschewiki und Sozialrevolutionären eine Koalitionsregierung vorgeschlagen. Die Sozialrevolutionäre haben selber die Regierung verlassen nach Brest-Litovsk. Da liegt die Schuld nicht bei den Bolschewiki. Aber die Hauptverantwortung in der Sowjetunion war nach der Oktoberrevolution bei den Bolschewiki. Also sind die besonders in der Pflicht. Und ich glaube, die Bolschewiki haben mit ihrer harten, ausgrenzenden Linie gegen andere linke Kräfte das weiße Lager unnötig gestärkt und damit den Bürgerkrieg unnötig zerstörerisch und lange gemacht. Und wie wir wissen, der Bürgerkrieg war in einem gewissen Sinn halt schon die Urkatastrophe der russischen Entwicklung. Und da komme ich wieder. Menschen machen Politik mit Vorstellungen in den Köpfen. Und es war halt in den Köpfen der Bolschewiki, übrigens auch vielleicht der Marxisten überhaupt, einerseits mal die Vorstellung, die bürgerliche Demokratie ist die Diktatur der Bourgeoisie, die Arbeiterdemokratie ist logischerweise die Diktatur der Arbeiterklasse. Und weil diese außer Kraft gesetzt ist, dann halt der Partei der Arbeiterklasse. Dass es so rausgekommen ist, hat auch zu tun mit dem, was die Leute zum Beispiel über die Jakobiner dachten. Und der zweite Sache ist, das habe ich ja gestern erklärt, am Beispiel des Winterpalais, die waren überzeugt, Revolution heißt Gewalt. Und das macht es einem leichter, zu Gewalt und zur Repression zu greifen. Das ist doch so, sind wir doch so kritisch den damaligen Leuten gegenüber. Nehmen wir das Denken dieser Leute ernst. Ich sage, der Film über das Winterpalais war so, wie eine Revolution in den Vorstellungen der damaligen Revolutionäre war, viel brutaler, als die Revolution im engen Sinn des Wortes gewesen ist. Also die Leute sind bestimmt durch Vorstellungen, und deshalb muss man diese Vorstellungen kritisch zuerst mal kennenlernen und kritisch hinterfragen. Die Umstände allein, und die waren unglaublich schwierig. Eine Rosa Luxemburg hätte andere Politik versucht zu machen. Das heißt, wir haben zwei Schlussfolgerungen, die wir ziehen könnten. Wir brauchen eine Art Kompass für zukünftige Auseinandersetzungen. Der erste Kompass lautet, oder die erste Kompassnadel, so wenig Gewalt wie möglich, auf keinen Fall irgendwelche Verherrlichungen gewalttätiger Auseinandersetzungen. Der zweite Kompass ist die Universalität der Menschenrechte und der demokratischen Rechte. Da wären zwei Kompassnadeln verfügbar, die wir stark machen müssen. Die dritte Frage, jetzt komme ich auf die vierte Frage, die ich erwähnt habe. Die dritte Frage ist, in diesem Kompass, in dieser Ausrichtung, wenn wir nun sagen, Demokratie und bürgerliche Demokratie, das spalten wir auf, wie du vorschlägst. Also diese Zusammenpappung der formellen institutionellen Einrichtungen demokratischer Entscheidungsfindung mit Kapitalismus, das müssen wir aufbrechen. Übrigens helfen uns manche Leute, zum Beispiel Martullo Blocher, die ja den chinesischen Führung wahnsinnig toll findet. Also es gibt heute einen zunehmenden Aufbruch auch von rechts aus dieser Zusammenführung, was uns vielleicht noch unterstützen könnte in dieser Trennung, oder? Und wenn wir diese Trennung vornehmen, muss man eine weitere Kompassnadel
Handel einbeziehen, die sagt, wir müssen auch demokratische Institutionen befördern und pflegen und wertschätzen und nicht so tun, wie wenn das schon ein Problem wäre, dass die Menschen nicht, dass der Staat nicht sofort abstirbt und nicht Menschen sofort alles unmittelbar kontrollieren, sondern wir brauchen eben Institutionen, Rechtsstaat, Rechtsprechung und so weiter, dass das eine dritte wichtige Kompassnadel wäre. Ich weiß nicht, ob das für dich anschlussfähig ist. Ja, ja. Ich hätte auch noch was gesagt zu dem nicht anschlussfähigen vorhin, aber okay, das lassen wir mal beiseite. Ja, das ist anschlussfähig. Also ich stimme mit dem mit wirklich dem Großteil von Joe, was der da vorhin ausgeführt hat und so vollkommen überein. Ich bin ja vorhin vorgestellt worden, nicht zu Unrecht, als Vorsitzender der Leo-Kofler-Gesellschaft, weil ich viel zu ihm gearbeitet habe und ich ihn sehr schätze. Und deswegen erinnere ich nur noch mal kurz dran, Leo Kofler hat viele Originalitäten. Eine war, dass er Ende der 40er Jahre ein dickes Buch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft herausgegeben hat. Und er war in meiner Kenntnis der marxistischen Geschichtstradition einer der wirklich Ersten, der genau da das zum Zentrum gemacht hat. Und zwar den Widerspruch herausgearbeitet im bürgerlichen Denken, im aufkommenden bürgerlichen Geist zwischen Liberalismus und Demokratie. Bürgerliches Denken ist Liberalismus. Und Liberalismus heißt nicht unbedingt breiteste parlamentarische Demokratie. Das ist eine Honoratiorendemokratie. Und die Demokratie ist historisch betrachtet, da hast du hundertprozentig recht, eine Errungenschaft der nachrückenden Klassen, der nichtbürgerlichen Klassen. Das ist also wirklich ein Punkt, der unbedingt zu benennen ist. Das ändert natürlich aber nichts daran, oder beziehungsweise die Konsequenz daraus ist, wir müssen viel stärker, als es so im alltagssprachlichen Sinne ist, unterscheiden zwischen Liberalismus und Demokratie. Weil das die Herrschenden verbinden das natürlich ideologisch sozusagen, aber das ist eben der Fehler. Also der Liberalismus ist sehr einklar definierbar und da hast du auch das Demokratische im Kapitalistischen drin, aber nicht, das ist nicht automatisch Demokratie und Demokratie geht weit darüber hinaus. Also das würde ich auf jeden Fall diese Unterscheidung da einbringen und jetzt habe ich natürlich den entsprechenden Faden verloren. Aber ja, also insofern, ach so, letzter Punkt genau dazu. Ich sehe da also gar keinen Widerspruch drin. Ich finde, man kann es historisch erklären. Ich sehe das ein bisschen anders, inwieweit das Autoritäre oder das Undemokratische bei den Bolschewiki von Beginn an drin war. Ich habe vorhin das anzudeuten versucht, dass es da auch da größere Widersprüche gibt. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Der Punkt ist, dass eigentlich diese Gegenüberstellung entweder proletarische oder bürgerliche Demokratie, Rätedemokratie, Repräsentativdemokratie eigentlich eine ist, die in meiner Wahrnehmung in den linken Kreisen, aus denen ich produktiv ziehe, seit den 70er, 80er Jahren, also neulinke Diskussionen, eben auch gar nicht mehr ein wirkliches Thema ist. Also Leute wie Ralph Miliband im Englischen, die einer der wichtigsten Polittheoretiker in diesen Fragen, oder jetzt noch Ellen Mikesens Wood, die vor kurzem gestorbene, die das noch fortgeführt hat. Da ist das relativ selbstverständlich, dass es Mischformen geben muss zwischen direkter Basisdemokratie, also Anknüpfen am Rätegedanken und natürlich dem Bewahren dieser auch der liberalen Freiheitsrechte. Sozusagen. Also diese Doppelstrategie ist eigentlich in für mich ernstzunehmenden linken Kreisen in den letzten Jahrzehnten eher Standard. Das heißt natürlich leider nicht, dass es die Mehrheit der linken Diskurse ist. Also insofern stimme ich dir da vollkommen in der Sache vollkommen zu. Wie gesagt, im Detail müssten wir nochmal genauer diskutieren. Ich bin da ein bisschen skeptisch, wie ich vorhin gesagt habe, im Bolschewismus liegt ganz vieles drin und es liegt eben auch das drin. Und nur letzter Punkt dazu, bis 1917, bis Lenin das so theoretisiert hat in Staat und Revolution, waren auch die Bolschewiki davon ausgegangen, dass sie in Russland den Sozialismus in Anführungszeichen über das Parlament verwirklichen. Also auch das ist ein historischer Lernprozess mit allen Schwierigkeiten. Also das ist alles, wenn man genau reinguckt, ein bisschen schwieriger, aber im Prinzip stimme ich dir hundertprozentig da vollkommen zu. Also noch einmal ein Hinweis darauf, dass man die Geschichte ja nicht, die Geschichte tendiert immer dazu, Projektionsfläche zu sein, der jeweilig gerade wichtige Dinge, die man stark machen will. Ja. Und wir könnten nun auch wiederum dem Fehler verfallen, wenn wir die Demokratie stärker machen wollen, zu übersehen, in welcher Vielfalt allenfalls eben Demokratie
und Diskussionen und Debatten auch bei den Bolschewiki interessant und mächtig und wirkmächtig waren. Ich möchte euch jetzt in die Schlussrunde noch die weitere Frage einspeisen. Also wir hätten jetzt Menschenrechte, möglichst wenig Gewalt, wir hätten Respekt für auch institutionelle Formen von Entscheidungsfindung, Entscheidungsdurchführung, von Rechtsdurchführung und Rechtssicherung für Leute und Individuen in einem Rechtsstaatsgefüge. Und der vierte Kompass, der noch sehr wenig ausgebildet ist, der aber meines Erachtens viel mit Demokratie zu tun hat, ist Einbeziehen der großen Sphäre, die so marginalisiert ist in unseren Gesellschaften immer noch und dennoch für die Lebenswelten der Menschen so zentral, das, was man mit Care, Realität, Care, Arbeit, Sorgearbeit, Familien, Kinderbetreuung, Betreuung von pflegebedürftigen Menschen, die Zusammenhänge, die wir haben untereinander, wenn wir darüber sprechen, wie es uns geht, und dann haben wir nicht wirklich Zeit zuzuhören. Diese ganzen Welten sind ja für die Sicherung einer tragfähigen menschlichen Gemeinschaft sehr wichtig und müssen doch auch erschlossen werden ins Demokratische hinein. Nicht zuletzt deshalb, damit diejenigen, die diese Arbeit wesentlich ausführen, auch voll an demokratischen Realitäten partizipieren und nicht mehr eine Randerscheinung bleiben, sondern mit ihren Themen und ihren Anliegen und dann hoffentlich nicht mehr so stark gendergetrennt, sondern alle mit ihren Care-Anliegen voll in die Zentren der gesellschaftlichen Prozesse kommen. Das wäre eine Art vierter Kompass. Vielleicht könnt ihr auf das noch reagieren zum Schluss. Joe? Ganz schnell. Vorher hat mich Beat gebeten, die Rede möglichst kurz zu machen. Da habe ich folgenden Satz weggelassen. Dabei will ich betonen, dass die russischen Kommunisten wie auch die deutschen Spartakisten mit der Förderung der Sowjets dieser Organe der Selbstorganisierung und der Selbstverwaltung viel zur Stärkung der Basisdemokratie beigetragen haben und auch innerhalb der Partei 1917 bis 1921 eine lebendige Demokratie geherrscht hat. Das habe ich jetzt noch nachgeholt, um das Bild über Autoritarismus etwas zu justieren. Zur Care-Frage. Meine Schwiegermutter, die ist 91. Wir haben die nach Bern geholt, damit wir den Kontakt mit ihr bewahren können. Aber sie lebt natürlich in einem Altersheim. Sie lebt dort auf einer Abteilung 5/6 Frauen. Ab dieser Altersgruppe, wo alle über 90 sind. Und ich bin einmal pro Woche bin ich dort. Ich habe natürlich auch mit dem Personal Kontakt. Die meisten über 90-Jährigen haben Probleme mit der Demenz. Also das macht Gespräche zum Teil spannend, zum Teil schwieriger. Aber dass das die soziale Frage der Zukunft ist, das wird mir eigentlich aus ganz privaten Zusammenhängen deutlich. Die Care-Alter ist ja nicht die einzige Care-Frage, aber es ist der Care-Bereich, der am stärksten wächst, weil die Menschen einen alten Menschheitstraum erfüllen können, nämlich älter zu werden als die Zeit, wo man arbeiten kann. Das ist ja der Hintergrund. Und ich glaube, hier bei der Frage, wie sie Beat formuliert hat, und ich bin einverstanden mit dieser Formulierung, kommen wir schon an eine Grenze der sogenannten bürgerlichen Demokratie, wo ich gesagt habe, universell und territorial. Weil die Leute, die in diesem Bereich schaffen, die finden, wenn überhaupt, zu einem Drittel finden sie als Bürgerinnen und Bürger statt, zu zwei Drittel nicht einmal als solche. Aber diese Lebenswelt, diese Arbeitswelt, diese Problemwelt, die findet gar keinen Ausdruck in der Art, wie unsere Demokratie organisiert ist. Und da landen wir wahrscheinlich halt dann bei irgendwelchen Anlehnungen an rätedemokratische Konzepte. Ich habe mir nie so viel Gedanken über mehr gemacht, als ich jetzt gesagt habe, deshalb höre ich jetzt auf, aber ich glaube, hier besteht ein solcher Ansatz, eine Grenze der universell-territorialen Demokratie. Ja, ich kann es, ich glaube, noch kürzer machen, weil ich in der Tat hier ganz schlicht und einfach freimütig bekennen musste, dass es für mich ein blinder Fleck bisher war, dieses Thema.
Also ich kann da nichts Qualifiziertes zu beitragen, aber ich komme jetzt auch in Gefilde, wo ich merke, dass das eine Rolle spielt. Also da kann ich wirklich leider nichts zu sagen. Da muss ich meinen blinden Fleck eingestehen. Oh, well, I will just say a few words because all I wanted to say I already said, actually. But I am using the opportunity to repeat myself. Because, you see, there is no way we can improve the past, though, I mean, Russian official historians do a lot trying to do it. but still, there is no way one can make it. And so the responsibility is for the future. And we have to understand one tragic thing, which is that Russian Revolution, with all its violence, authoritarian tendencies, totalitarian tendencies, and totalitarian practices under Stalin, already post-revolutionary totalitarian regime, it managed to create a tremendous historic breakthrough, which pushed humanity very rapidly into what became later known as the success of the 20th century, the second half of the 20th century, because the second half of the 20th century was not so bad after all. So there was a tremendous progress which was increased massively by the revolution, including, I insist, by its negative sides. Because it's so easy to say we like all the good things and we hate the bad things. But the tragic thing is that bad things and good things often come together. It's very often very difficult to separate the good side and the bad side. And anyhow, what happened, happened. And now the essential thing is to move forward and to kind of use the results of previous revolutionary struggles and use the achievements of these struggles, including political and moral achievements, trying to minimalize their costs for the humanity, also learning from these experiences. So in that sense, in a certain sense, it is much easier for us today than it was 100 years ago, because we already have the experience. So I think this is something we have to use absolutely successfully. So the important thing, we have to use that experience, and that's what we've got from that revolution, and that's what will be necessary in the future. Thank you. Besten Dank, Boris. Besten Dank, Boris. Wir haben bei der Vorbereitung dieser Tagung immer ein bisschen Bauchweh gehabt, dass hier nur Männer vorne sitzen werden. Trotzdem, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, weil wenn wir jetzt beginnen, als Männer zu sagen, wir haben vielleicht hier blinde Flecken, Care, und das ist nicht einfach ein Thema für Frauen, das ist ein Thema für alle, dann wäre vielleicht auch schon etwas gewonnen und eben, dass demokratiepolitisch die Care-Frage eine wichtige Ausrichtung ist, eine gleichwertig wichtige für die Zukunft, das steht jetzt mal auch von einem Männerpodium her ausgesprochen im Raum. Ja, ich danke euch ganz herzlich für eure sehr spannenden Inputs, Diskussionsbeiträge. Ich habe diese Sequenz jetzt ein wirklich sehr belebtes und sehr aufeinander bezogenes Gespräch gefunden und ich hoffe, das ist euch auch so gegangen.